Erste Fußball-Bundesliga. Not gegen Elend, Pest gegen Cholera, Ebola gegen Corona, Schalke gegen Bremen. Das schlimmste Spiel des Spieltages. Den einen Verein hasse ich, den anderen Verein hasse ich auch. Und die Bremer gewinnen leider. Leon Bittencourt. Ganz, ganz bitteres Ding. Ich will Bremen in der zweiten Liga sehen. Ich gönne den Verein gar nichts. 32. Minute trifft er. Mister, ich habe schon für jeden Bundesliga-Verein gespielt. Aber das Spiel war auch Katastrophe. Wir haben 12 Schüsse von Schalke. Einer ging aufs Tor. 11 daneben. Wir haben 6 Schüsse von Bremen und 2 gegen uns. Wir haben in 90 Minuten 3 Schüsse aufs Tor. Alle 30 Minuten nach dem Motto: ein Schuss aufs Tor. Das ist Katastrophe. Sowas willst du dir nicht ansehen. Das ist nicht mal zweitligareif, wie die beiden spielen. Die können gleich ab in die Vierte. Da sind die vielleicht besser aufgehoben. Schalke geht Insolvenz. Bremen spielt Kacke. Bremen braucht ja keine Fans laut Florian Kohfeldt. Katastrophe, die beiden Vereine. 42% Ballbesitz für Schalke, 58% für Bremen. 320 Pässe von Schalke, 440 von Bremen. 72% Passgenauigkeit von Schalke, 82 von Bremen. 120 gewonnene Zweikämpfe von Schalke, 108 von Bremen. 19 begangene Fouls von Schalke, 16 von Bremen. Was macht das in der Tabelle? Schalke 37 Punkte, 10 Punkte zum Abstiegsplatz, 5 Punkte zum Europa League Platz. Die werden nichts mehr in dieser Saison schaffen, weder noch in Niemandsland der Liga landen sie. Bremen gegen lebt wieder 25 Punkte, nur noch 2 Punkte zum Klassenerhaltsplatz. 3 Punkte zum Klassenerhaltsplatz, aber Mainz auf dem Klassenerhaltsplatz hat ein Spiel mehr. Sprich, man kann punktgleich ziehen, wenn man die Spiele aufholt. Und wenn Bremen das Nachholspiel 4-0 gewinnt, sind sie auch tordifferenzmäßig gleich. Und wenn sie 5-0 gewinnen, was ich bezweifle, wären sie theoretisch vor Mainz. Theoretisch. Praktisch wird das nicht passieren. Bremen, ich hoffe einfach, ihr steigt ab, so kacke Fußball wie ihr spielt. Eigentlich kann Schalke gleich mit runter, so wie die in der Rückrunde spielen. Glückwunsch an niemanden. Glückwunsch an niemanden. Wenn Bremen in der Liga bleibt, bin ich ganz ehrlich, ist das eine Frechheit. Das ist eine Frechheit für die Bundesliga, wenn die drin bleiben.